Aufstiegsdruck gegen Abstiegsangst, so könnte man die Partie überschreiben. Niklas Kreuzer heute mit Startelf-Comeback in Liga 3 nach seiner schweren Krankheit. Ansonsten Heitschberger auf der Bank, Harlang und Dennis sind gesperrt, Bonga verletzt. Knapp 10.000 Zuschauer sorgen für Superstimmung hier in Regensburg. Der SSV braucht ja mal wieder ein Erfolgserlebnis und legt gleich los. Standardsituation nach 3 Minuten. Die ganzen schwarz gekleideten Hallenser bekommen den Ball erstmal nicht unter Kontrolle, bis letztlich Schulze zupackt und die Aktion von Feed entschärft. Dann Ecke für Halle. Kreuzer auf Niedfeld, Ablage auf Behrendt. Berko sucht nochmal Behrendt, abgewehrt. Und dann Behrendt zum Dritten. Der Ball geht drüber. Gute Ecke für den Halleschen FC. Die Variante hätte fast gepasst, auch auf Umwegen. Das Zeichen für den Gegner, es wurde gesetzt. Halle jetzt drin in der Partie. Die Ecke danach brachte dagegen nichts ein. Knappe halbe Stunde jetzt vorbei. Kein Team mit Vorteilen. Viel Kampf im Mittelfeld. Berko. Kein Foul gepfiffen. Halle muss jetzt der Musik hinterher. Feed mit Tempo raus zu Faber. Und die Hereingabe kann Feed verwerten. 1-0 Regensburg. Für Halle ein Tor aus dem Nichts. Hug macht den Ball noch scharf. Und Fied köpft ein 7. Saisontor für Christian Fied. Die Gastgeber jetzt oben auf. Halle in der eigenen Hälfte gefangen, gelingt kaum Entlastung. Faber spaziert da, wie er will, an 2 Hallensern vorbei. Verfehlt nur knapp. Wenn vor der Führung die Sache ausgeglichen war, jetzt kippt sie komplett in Richtung des SSV Jahn. Halbzeitpause, Halle kommt indisponiert zur zweiten Halbzeit, traineristisch sogar mit Verspätung. Sinnbildlich für die Anfangsphase. In der zweiten Hälfte Fabers Flanke auf Schönfelder findet viele Beobachter. Und dann kommt Kota und schiebt die Kugel oben rechts rein. 2-0 Regensburg, 50. Minute, 9. Saisontor für den Regensburg. Schulze im Hallenser Tor ohne Abwehrschuss. Und Regensburg geht danach auf das 3-0. Will die Vorentscheidung. Torschütze Kota. Kota. Ganaus und drüber. Halle verschläft die Anfangsphase der zweiten Halbzeit komplett und muss auf Schlussmann Philipp Schulze setzen, der einen höheren Rückstand verhindert. Die Gäste kommen in der Endphase der Partie wieder besser zum Zug. Halle jetzt mit Ajani, Baumgart, Eichberger, Lofolomo und Wolf in der Partie bemüht, den Anschluss zu erzielen. Marco Wolf mal mit einem Abschluss aus der Distanz. Halle mit mehr Ecken und mit mehr Ballbesitz macht zu wenig aus diesen Vorteilen. Freistoß von Halimi bleibt auch ungenutzt, wenn auch nicht schlecht getreten. Es war die letzte Szene des Spiels. Regensburg gewinnt verdient mit 2-0 und lässt Trainer Joe Ennox aufatmen. Schwer Luft bekommt dagegen gerade der Hallesche FC. Er rutscht ab in den Tabellenkeller. Ich glaube, die ganze erste Halbzeit haben wir es fußballisch ordentlich gemacht, aber es war dann einfach von der Intensität, von der Zweikampfhärte ein Tick zu wenig. Und da war Regensburg uns heute überlegen und deswegen hat Regensburg das Spiel auch dann hinten raus zurecht gewonnen. Ja, muss man sagen, dass das für Abstiegskampf heute leider ein bisschen zu wenig von uns war. Also Kritik auch an der Einstellung der Mannschaft oder wie darf man es verstehen? Einstellung, ich glaube, jeder muss sich halt hinterfragen, ob er heute voll auf dem Platz war, ob er in diesem Spiel alles reingelegt hat. Wir haben nicht mehr viele Spiele, wir müssen jedes Spiel für uns nutzen wollen und ich glaube, das war heute nicht zu 100% der Fall. Klare Worte des Kapitäns, denen Taten folgen müssen, um die Klasse zu halten. Nächste Woche heißt der Gegner SSV Ulm.